diesjährige Auszeichnung der Energiesparteams fand am Donnerstag, den 22. Mai 2014, im Heidelberger Zoo statt. 20 Schulen der Stadt wurden für ihr Engagement zum Thema Klimaschutz von der Stadt Heidelberg durch Oberbürgermeister Dr. Eckart Würzner und dem Team der Energieabteilung des Amts für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie in der Scheune des Zoos ausgezeichnet. Die Schüler und Lehrer freuten sich über die Geldprämien in Höhe von 250 bis 1250 Euro für ihre Aktivitäten in den Bereichen Umweltschutz und bewusster Energieverbrauch. In den 90er Jahren hat die Stadt Heidelberg das Prämiensystem zur Honorierung der Schulaktivitäten zum Thema eingeführt. Teilnehmende Schulen erhalten bei Bedarf unter anderem Energiecontrolling, Sanierungen sowie Fortbildungen, Workshops und andere Bildungsangebote. Die prämierten E-Teams nahmen nach Ende der Preisverleihung noch an Führungen im Zoo zum Thema Klimawandel teil. Ich bin der Raphael von der Internationalen Gesamtschule Heidelberg und wir haben heute einen 1.000-Euro-Preis gekriegt für unsere Energiesparprojekte an unserer Schule. Und zum Beispiel eines unserer Projekte ist, dass wir durch die Klassen gehen und Hallos an die verteilen, die den Müll nicht richtig trennen, das Licht nicht richtig ausmachen und die Fenster nicht schließen. Wer sich vergegenwärtigt, dass alleine über dieses Projekt E-Team, was eigentlich nur etwas mit einem Verhaltenskodex zu tun hat, also energiesparender sich zu verhalten, und wir konnten es dadurch erreichen, dass 6% des Energieverbrauchs reduziert wurde, das sind 175.000 Kilogramm an CO2-Äquivalenten, ist ganz fantastisch und ist ein super Ergebnis für ein Projekt, was vor Ort in den Schulen direkt ansetzt. Super! Ganz toll gemacht!